Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Wir sind heute im Sunny Hallöchen! Meadows Ja, Restricted. in diesem Kackhaus, ey, das In stehst du drauf, ne? der übergeilen Klapse. Hm. Und ich will dir heute was zeigen. Aha. Was mega geil ist. Was, hör auf zu stottern. Ja, pass auf. Ich zeig dir etwas, das kennst du aus deinem Privatleben. Also das passt zu deinen charakteristischen Aha. Eigenschaften, ja. Das ist das, was du beim Mädelsabend mit deinen Ladies immer machst, ne? Wenn ihr Wochenende weggeht. Pass Woher auf. willst du denn wissen, was wir machen? Ich weiß das doch. Meistens, wenn du einen guten Plan hast, also du denkst, du hättest einen guten Plan, geht's in eine Hose und es haut überhaupt nicht hin. Doch. Nee, immer so. Du denkst, du kriegst das alles hin und das ist lustig geil. Ja. Was du warst da. Und dann geht's in eine Hose. Nein, das funktioniert. Vertrau Ja. mir. Ja, nee. Ich hab was. Links von uns ist die Tür aufgegangen, aber da müssen wir uns später drum kümmern. Wir müssen erstmal in die Kapelle. Auf das Podest. Pass auf, bist du da? Ja, ich bin hier. Pass auf, ich zeig dir jetzt richtig geilen Shit. Das machst Aha. du quasi mit deinen Freunden jedes Wochenende. Aha. Achtung, bist du bereit? Okay. Ja, was denn? Ich hab das halt online gesehen, dass das geht, aber ich dachte so. Ah, ja, und das wolltest du mir jetzt zeigen. Naja, eigentlich wollte ich dir was viel Cooleres sagen. Ich wollte Ja, eigentlich. und was habe ich gesagt? Wenn du was vorhast, einen Plan, es geht nie so. Das haut immer nicht hin bei dir. Ich wollte ja eigentlich das machen, was du Donnerstag, samstags immer Spieluhr. machst, wenn du da in eine Disse Immer gehst. vor allem, als wenn ich jeden Samstag weg bin, ey. Ja, wenn ihr In der da euch richtig Disse. ein. Wenn ihr euch Alter, richtig weißt ein. du, wenn ich das letzte Mal in der Disse war? Wenn ihr euch richtig einen reingebrettert habt und dann auf der Tanzfläche abzappeln wollt, dann geht ihr doch vorher noch immer in eine Kirche und mit dem Kirche, Feuerzeug ja. und macht Hier da ist eine auf jeden Fall. Kleinigkeit. Hier ist auf jeden Fall der Geist drinne. Nein, der ist nebenan. Hier sind Hä, auch nein. Symbole auf dem Boden, ist dir das mal aufgefallen? Ja, Hier in da jeder sind auch die. Reihe. Hä? Hier so aus Blut geformt Symbole in jeder Reihe. Hä, sind doch nur Blutflecken. Hier ist ein Judenstern? Ach so, Pentagramm. Ich war gerade richtig verwirrt. Wieso meint man hier einen Davidstern hin? Oh Gott, ey. Pentagramm, ja, das macht auch mehr Sinn. Oh, das war dumm. Ja. Wie du halt bist, dumm. Ja, aber ich bin stolz Aber drauf. hier sind 11 Grad. Hä? Ist doch nicht die Tür gewesen hier, oder? Nein, im Flur, wenn du jetzt im Flur gehst und dann rechts war das. Da war nix. Hä, die Tür ist doch offen. Hä, welche denn? Da, achso, da, wo du gerade herkamst. Aber vielleicht ist auch der Was Flur jetzt? hier. Es ist der Flur, wir haben 0,2 Grad hier. Was war das eben? Keine Ahnung. War das der Stuhl hier? Ich weiß es nicht. Ist der gefahren? Ja, keine Ahnung, du hast ja nicht einen Sappel gehalten. Meinst du, der Geist hat sich das Bein gebrochen und ist jetzt vom Rollstuhl abhängig? Sieht doch nicht. Vielleicht war das die Tür, dass er die ganz langsam aufgemacht hat. Ich weiß nicht, es hat sich komisch angehört, ne? Aber ich bin jetzt ein bisschen Irgendwie. enttäuscht. Ich habe gedacht, ich kann das. Na, ich sag dir, wenn's passiert, wenn ich weiß, wie es geht, dann sage ich dir, was ich gemacht habe. Oder was ich vorhatte. Ja, du wolltest es anzünden. Doof bin ich jetzt nicht, wenn du mit dem Feuerzeug davor hängst. Wie konntest du diese Ja. unaufsichtigen Ja, Dinge ja. zusammen kombinieren? Ich meine, das war nicht kombinierbar. Hier geht eine Treppe hoch. Die Ey. unkombinierbaren Dinge hast du kombiniert. Ja, Ja, ich keine Ahnung, weiß bin ich leider auch. nicht, wie das geht. Schade. Es wäre schon geil gewesen, ne? Hier ging es aber rund in dem Raum, ey. Ich nehme mal eine Bibel mit. Weil ich streng gläubig bin. Aha. Deswegen bin ich sonntags immer weg. Wenn du Weg. denkst, ich gehe früh shoppen, dann bin ich immer heimlich in der Kirche und bete. Hab gar nicht mitgekriegt, dass du weg bist. Kannst mal sehen, wie gut ich mich dabei anstelle. Fällt gar nicht auf. Nett. Nett. Weißt Nett, du, würde ich nett, Empathie nett, nett. empfinden, würde mich das wahrscheinlich kränken. Ach komm, du holst doch nachher Da ich wieder. aber keine Empathie empfinde, sage ich dir eiskalt ins Gesicht oder ins Headset,
In mir ist gerade etwas zerbrochen. Ja. Hier singt schon wieder einer. Oder wollte singen. Hier ist die Spiel, hast du gesehen? Am Ende vom Weiter steht ein Baum. Am Ende vom Weiter steht ein Baum. Hör mal auf jetzt, ey. Das ist den ganzen Tag dieses komische Lied, ey. Hey, ich habe doch die ganze Zeit was anderes gesungen. Nee. Doch, ich habe die ganze Zeit gesungen. Irgendwas mit Salami. Salami mache ich auf mein Brot. Salami, Salami, Salami. Hilfe. Mit Käse. Er reagiert auf Einzelpersonen. Ich bin gerade mal rausgegangen. Hat er gleich was gemacht? Ja, schönen Dank dafür. Er hat mich zusammengeschlagen. Dann reagiert er auf... Nein, ich lebe noch. Aber ich war gerade in seiner Nähe. Aber ich konnte jetzt nicht sehen, wo er war, weil das ging alles so schnell. Dann kam so ein Tornado und war ich vom Winde verweht. Tornado? Ja, hier war richtiger Orkan drin. Ich bin gegen die Wand geflogen. So. Oh. Gegen die Wand so. Cool. Gegen die Wand so. Wie so eine zermatschte Fliege an der Frontscheibe vom Auto. Einfach Matsch. Matsche Bamp. Kommt da mit so einem Gummiabzieher, wischt mich so von der Wand runter. Ey. Man sieht nichts. Ja, ich weiß ja nicht, ob es jetzt... Also ich hatte in dem Flur 0 Grad. Hattest du nebenan wie viel Grad? Ich hatte in der Kapelle auch 1 oder 0 Grad. Da ist er doch. Dots-Projektor. Der sah ein bisschen aus wie so ein Killer von DBD hier. Pinhead. Pinhead? Ja, der mit den Stacheln. Genau. Ich bin fettrig. Mein Plan geht nie auf. I'm a genius und mein Plan funktioniert immer. Nee. Naja. Nicht immer. Beinahe. Nee. Beinahe. Oh Gott. Beinahe. Oh, Scheiße. Beinahe. 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 Hilfe. Wer kann mir helfen? Hallo. Lass mich doch auch mal gute Laune haben. Raus. Ich darf ja wohl einmal in der Woche gute Laune haben. Nee. Oder einmal im Monat. Deine gute Laune verleitet immer alle zur schlechten Laune. Bist du sicher? Ja, safe, ey. Meinst du, wenn ich gute Laune habe, dann steigt die Mordrate? Oh ja, wenn du singst sowieso. Das erinnert mich so an Family Guy, wenn sie sich da mit Benzin überkippen und anzünden. Gönn dir. Schreib ins Buch. Nein. Wie heißt der? Hilf dich. Der ist ja gerade durch dich durchgelaufen. Ja, ich habe was in mir gespürt. Georgia. Wie konnte ich da was spüren? Georgia! Vielleicht war Georgia mal George. Sie kommt. Ja, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich komme hier nicht raus, ich komme hier nicht raus. Da ist die Kamera. Irgendwie IMF oder so? Ich hab so die Fußstapfen gehört, die wollen mal laut. Irgendwie IMF oder so? Was ist das für ein Bild? Lol. Waffen. Ich war gerade in der Unterwelt oder so und wurde da erdrosselt. Da war nur eine Lampe und die Unterwelt. Ich war nicht mehr in der Kapelle. Alter, mein Sanity, Sir. Wie sieht meine Sanity aus? 0. Fragezeichen steht da. Das war jetzt ja kacke, ey. Ja, Buch hast du jetzt nicht gesehen, ne? Nee, und ich bin hier im Dunkeln gegen den Schrank gelaufen und dann kam ich nicht mehr weg. Mal gucken, ob die ins Buch geschrieben hat. Du kannst das auch sehen. Los. Nee. Scheiße. Ich wollte ja gerade über die Geisterbox mit dir quatschen, aber ich wusste nicht, dass ich so wenig Sanity habe. Sonst sieht man ja nichts, kein Dots, Orbs. Das ist nicht enttäuschend, 9 Minuten und ich bin tot. Ja. Ja, jetzt bleiben noch Fingerabdrücke, Buch. Die habe ich nicht gesehen. Geisterbox. Wieso, und was IMF. Haben wir denn noch? Rosa. Ich sag, das ist das Gespenst. Nee, Gespenst ist schon raus durch den Dots-Projektor. Lasst uns beten. Ist es nicht?
Vater, der du bist im Himmel. IMF, Geisterbox und Dots. Er gibt das Gespenst. Pass mal auf, ich guck mal nach. Ihr brauchst. Ja, guck doch. Ich meinte dich jetzt hier scheiße? Ach so. Ja, ich war bei Gespenst, war ich bei Spirit, aber das ist ja jetzt unterteilt, stimmt. Ja. Du dumm, ey. Sag ich ja, du bist einfach nur doof. Mensch, ich hör auf, mich hier zu fertig zu machen, du. Fertig zu machen. Zu fertig zu machen. Zu fertig, du beholst doch auch immer rum und machst mich fertig. Ich mach niemanden fertig. Natürlich, was hast du gesagt? Das Wort Liebe fertig. Wurde erfunden, als ich zur Welt kam. Ach komm. Ja. Wer soll den Kack glauben? Doch, ehrlich, die haben mich gesehen und der Arzt, der hat, ich war ja Kaiserschnitt und dann hat der mich so rausgeschnitten, mich auf den Arm genommen. Hey, du fährst ohne mich weg, warte! Das will jetzt auch jeder wissen, wie du aus deiner Mutter rausgekommen bist. Blutig und verschmiert. Ja, voller Käse. Und da hat der Arzt, der hat mich auf den Arm gehabt und hat gesagt, alles, was ich empfinde, ist Freude. Ich weiß nicht, was dieses Wort bedeutet, denn es gibt es nicht, aber Freude. Und so entstand das Wort Freude und Liebe. Phantom war es. Oh. Mhm. Hätte ich eingetragen, aber jemand ist ohne mich weggefahren. Okay, pass auf, nächste Runde. Ja. Dann sterbe ich auch nicht. So, wie durch ein Wunder, ich lebe wieder. Der Herr meint es gut mit mir, wahrscheinlich, weil ich in der Kapelle gestorben bin. Wir sind aber wieder zurück in Sunny Meadows Restricted und ich habe mal kurz geguckt, wie das funktioniert. Und wir hätten das Kreuz gar nicht anzünden können eben. Dafür musst du die ganzen Kerzen, da ist ja so ein Kreis, ne? Und wenn die Kerzen da sind, kannst du diesen Kreis anzünden und dann brennt das Kreuz, aber der Geist erscheint auch direkt. Aha, also der Zirkel. Vom Prinzip, ja. Ja, vom Prinzip, ja. Nix vom Prinzip, ja. Der Zirkel, ja. Ja, nur mit dem Zirkel, der da... Hat jetzt keiner von uns den Schlüssel mitgenommen? Oh Gott, ey, wie hohl. Wir sind professionelle Geisterjäger. Merkt man, ne? Vor uns hauen die Geister sogar ab, ey. Guck mal, wir machen dem Geist Angst, der hat sich eingeschlossen. Hä? Wo ist der Sicherungskasten hin? Weg. Hä, was hast du nur eingestellt? Wieso? Ich mache eine Tür auf. Was war das? Wo ist der Stromkasten? Das ist die bessere Frage. Weg. Was war das? Bist du das? Das ist mein Thermometer. Kacke bist du doch. Gegenüber ist auch die Tür auf. Warst du das? Ja, die war schon auf, aber ich bin einmal reingegangen. Oh, hier ist auch eine Tür. Oh Gott, hier gibt's einen Keller. Ne. Ja. Verändert sich die Map immer ein bisschen? Oh Gott. Was denn? Ich habe Gesang gehört. Echt? Ich habe gar nichts gehört. Ah, hier ist auch der Stromkasten. Hier 7 Grad. 8. 6. Der Stuhl hat sich bewegt, oder? Oder war das jetzt nur mein Schatten? Weiß jetzt nicht, ey. Hör auf zu lachen. Hast du die Tür hier geöffnet? Nein. Hier sind 4. Hier sind minus 2 Grad. Also wir haben Gefriertemperaturen. Der App ist krass. Im Keller. App. So. Map. Die App. Ja, was hat sich der Google Play Store hierbei gedacht, ne? Achso, ich habe noch die Kamera, die muss ich auch noch platzieren. Ey, vor allen Dingen hat der eben was gesungen, ey. Ich habe gesungen. Nee. Salami, mach ich auf mein Brot. Salami, Brot, gib's zum Abendbrot. Mhm. Dazu noch Sahne und Banane. Oh ja, jetzt halt doch mal die Gusche, ey. Vielleicht werde ich ja entdeckt als Gesangstalent. Man hört hier nicht mal den Gesang von dem Chor hier, ey. Kirchenchor? Kirchen, ja, Küche. Kirchen? Mit Ö. Ü. Ja. Kirchenchor. Küche. Kirche. Okay, ich hab jetzt Dots und Buch.
Schön für dich. Ich hab noch. Was ist denn das mit der Spritze hier? Keine Ahnung. Ja, hier ist mega viel Blut, ey. Aber hier ist jetzt diesmal kein verfluchter Gegenstand. Ja, die das letzte Mal, als Doch. die. Die Spieluhr. Ja, da in dem Kreis ist immer irgendwas. Das. Ja, hier unten war gerade was. Das letzte Mal, als hier ein Gottesdienst abgehalten wurde, da haben auf mysteriöse Art und Weise alle Frauen gleichzeitig ihre Periode bekommen. Und Und sind geplatzt oder was? weil keiner vorbereitet war, hatten die keine Binde. Und dann sah der Boden so aus. Okay, er war hier an einer Tür, aber nicht an dem, an dem Raum, wo wir waren. Hä? Wandert der oder was? Kleine Wand. Oh Gott. Was hast du denn, Alter? Ich habe mir vielleicht ein bisschen in die Hose Das machst du sauber. gekackt. Eventuell habe ich jetzt gerade einen Klumpen zwischen den Beinen. Also er ist doch in dem Kellerraum, in dem wir sind. Aber denn, Waren. mach mal Licht an. Scheiße, was mache ich? Ich muss hier raus. Bitteschön. Danke, danke. Scheiße, was mache ich? Mach das trotzdem, ey. Alter, ich habe mich so erschrocken, weil man kommt so und er steht direkt vor mir, weißt Na, du? Und ja. ich wusste auch nicht, wo ich hinlaufen soll. Da gibt es ja Nein. nur eine Tür. Und er war Ja. quasi auf der Zimmerseite, wo die eine Tür ist. Okay. Ich möchte, dass du meine Probleme ernst nimmst, Jasmin. Mach ich doch, Patrick. Aber hier, ich sehe nichts. Hast du dir wahrscheinlich nur eingebildet. Genau, nimm mal ein paar Pillen. Ja. Gegen deine Wahnvorstellung. Gegen meine Paranoia. Ich habe mal eine Frage. Wir haben hier ein Kruzifix, ne? Ich meine, gut, da sind viele falsch rumgemalte Kreuze an den Wänden in der Kapelle. Wird der bestimmt voll sauer. Aber wir haben ja ein Kruzifix. Und das hält einen Geist ab, richtig? Da drin ist ein 3,50 Meter großes Kreuz. Und der scheißt da drauf. Warum? Weil das kann. Geh mal weg da. Ich lese mir, ich will gerade die Aufgaben durchlesen. Parabolmikrofon, Sanity-Wert und Salz. 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 Ich nehme mal Kreuz mit. Oh, Licht flackert. Wunderschön. Wunderbärchen. Ja gut, aber das kann auch an dem Haus liegen. Das ist ja schon älter. Ich meine, wenn du den Sicherungskasten gesehen hast, paar Spinnweben in die Kontakte, ne? Und dann War das jetzt. Oh, ist der jetzt da durchgelaufen oder nicht? hast du Spannungsschwankungen. Scheiße, habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, wäre aber besser, wenn du es gesehen hättest. Die Klappe, ich weiß das selber. Weißt du, der Großteil unseres Jobs besteht darin, zu beobachten und dafür müssen wir halt genau hingucken, ne? Ja. Aber ich sehe hier auch Regentropfen. Das irritiert ein bisschen. Ein kleiner Grafikfehler hier. Oh Gott. Alex, wie bist du gestorben? Ach, er ist echt Alex. Ich wollte gerade Bist sagen, du wieso sagt er das? hier? Bei Wie mir. alt bist du? Du Stier. Können wir dir helfen? Du Schreib sowieso ins nicht. Buch. Vielleicht kann er gar nicht schreiben. Ja, ich habe jetzt hier kurz ein Kreuz hingeschmissen und Nur mit der kurz Geist. aber, Nur kurz, ich heb das gleich wieder auf. Und ne? lauf mit der Geisterbox hier gerade rum, aber Alex? Alex, der auf Einzelpersonen, also Ja, müsste er ja auf ja. dich. Ja, oder der redet nur mit dir. Nee, der war ja gerade bei dir schon da. Ach du alter Schissbolzen, du. Ja, Jetzt hab dich mal nicht so. Komm mal runter ich zu bin nur für, Alex. Das ist ich ein bin Mann, für du die bist eine gute Frau. Stimmung hier zuständig. Siehst du, er kommt schon. Nee, er steht da. Ja, habe ich gesehen. Ja, aber du bist ja eine Frau, das heißt, er würde mit dir ja wahrscheinlich eher reden. Er Ja, schreibt er hat ins sich doch Buch, er gerade ge schreibt ins siehst Buch. du? Ja. Lass mich hier raus. Geisterbuch. Und Gefrier war ja, ne? Genau, könnte ein Dämon Ja. sein. Ich wollte gerade sagen, bestimmt ein Dämon. Ich möchte da noch ein Kreuz hinschmeißen. Was braucht man denn beim Dämon? Hey, warte mal. Kreuze. Ganz viele. Und eine Armbrust mit Knoblauchbolzen.
Knoblauchbolzen. Na, einfach nur so. Fingerabdrücke. Alter, der schluckt wie auf Reeperbahn, du. Ich hatte schon wieder. Das? Was? Ich habe da früher gearbeitet. Mhm, als Schlucker oder was? Als Schlucker. Als Schluckspecht. Ich nehme jetzt nochmal IMF mit. Warte, Beweis will ich auch eintragen. Buch. Ich nehme jetzt nochmal einen IMF-Reader mit. Ich brauche den ja nicht mehr. Was brauchen wir noch? Dann nehme ich noch das andere Kreuz mit. Wir brauchen noch Salz, ein Fotoapparat. Ich nehme Salz. Fingerabdrücke hast du unten? Sag mir nicht, du hast die Taschenlampe immer noch. Ich nehme die immer mit. Boah, Jasmin, die musst du drinnen lassen. Patrick, nimm deine eigene mit. Ich hab denn die immer, wenn eine Tür auf, ich kann nicht gleich loslaufen. Ich nehme 95% der Ausrüstung mit ins Zimmer, ja? Ja, und die ist doch so oder so weg, wenn du stirbst, alles. Oh, dass du so mit mir umgehst. So gleichgültig mit meinem Eigentum. Wo war der Keller? Da. Ja, ist doch so. Das hat Geld gekostet, ich war lange dafür arbeiten. Ja. Musst noch mehr arbeiten dafür. Ja, toll, noch mehr Geister sammeln. Ja. Oh Gott, was ist das? Oh. Was ist denn das? Was denn? Das Geräusch! Also einmal hat das Kreuz schon gebrannt. Keine Ahnung, ich habe das auch schon gehört, das Geräusch. Hinkippen? Mit F. Oh. F wie Faustkippen. Hm? Das ist Umweltverschmutzung. Nur weil das ein verlassenes Gebäude ist, heißt das nicht, dass du deinen Müll hier einfach reinschmeißen kannst. Doch. Das gibt wieder Ärger vom Auftraggeber. Oh, das Kreuz ist ganz verbrannt, das eine. Ich bin froh, dass ich noch eins drin habe, sonst wäre ich jetzt schon tot. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich das schnell umpacken soll. Alter, das war so knapp. Das ist heute die komische Geräuschkulisse, ey. Ja, ich habe IMF2 hier unten nur. Ja, durch den Hall, ne? Das ist mega sexy. Nee, da ist. Was ist das? Bitte? Da ist irgendwie der Ton war ganz komisch. Hier ist auch gerade irgendwas gefallen? War das in dem Raum? Das andere Kreuz hat auch schon gebrannt. Eieieiei. Der hasst mich. Bestimmt, weil ich gesungen habe. Kunstbanause. Oh, er ist sogar schon durchs Salz gewandert. Kunstbanause ist das. Hast du Fußabdrücke? Ach, du hast ja keine Dings mit. Nö, ich habe keine Kamera mit. Trag doch selber eine runter. Nee, ich meine die Taschenlampe. Achso, UV? Ja. Nee, ich habe so einen richtig guten Arbeitskollegen und der nimmt immer seinen ganzen Stuff mit. Ja, habe ich auch für bezahlt. Der passt auf seinen Kram auf, wie ein Lux, ja. Habe ich auch für bezahlt. Weg. Nö. Selbst die Puzzle aus der Hosentasche sind seit 10 Jahren alle da drinnen gut sortiert. Nach Größe und alle Geschmack. Alle nummeriert. Und alle durchnummeriert. Ja, und durchgeschmeckt. Die werden sogar nach dem Klamottenwaschen werden die mitgebügelt. Ja? Ja. Sicher. Muss alles seine Richtigkeit haben hier. Ja, ich weiß nicht, was... Was? Also es könnten Fingerabdrücke sein. Ja. Aber es kann ja auch die Box sein. Also manchmal dauert das ja echt lange, bis sie kommt. Ja. Oh. Kennst du, ne? Ja, Standard. Der hat was geworfen, hast gesehen? That's what she said. Hallo? Nein, habe ich nicht. Ich bin im Buch. Ja, Mann, genau, ich will nicht gerade weiter. Interessiert mich nicht. Ich lese. Vor der Kamera hat der was geschmissen. Mhm. Ist ja interessant. Ja. Und gleich gehst du rein. Der hat hier irgendwas vor die Kamera geschmissen, wa? Ah. Ja, machst du doch immer so. Man sieht nichts. So. Ja, der hat da jetzt, was runter. Ich bin hier am Studieren. Ach du, hat doch keinen Sinn bei dir. Aber es hört sich wichtig an. So. Fingerabdrücke, IMF, Geisterbox, Geisterorbst oder Dotsprojektor. Dotsprojektor würde ich.
Nee, den würde ich nicht rausnehmen. Vielleicht läuft er ja gar nicht da hinten durch den Raum, sondern mehr weiter vorne. Ja. Weil er war ja beide Male quasi von hier aus gesehen seitlich vom Schreibtisch bis dahinter sogar. Also von hier aus gesehen vor dem Schreibtisch. Ja. Also muss da noch ein Dotz rein, ja? Dotz, Otz. Ey, wenn ich schon wieder sterbe, ne, dann Was denn? bin ich tot. Dann Dann wenn ich schon wieder sterbe, bin ich tot. wie viel Sanity habe ich noch? Warte, ich gehe mal hin. Das wäre lieb. 77. 77, das ist aber nicht viel, warte. Dann nehme ich 77. vorher noch mal ein paar Pillen. 77 ist doch noch fast voll, ey. Ja, aber der rastet ja die ganze Zeit richtig aus. Ich hatte eben Ü80 Party und der ist trotzdem ausgeflippt. Okay, jetzt fühle ich mich bereit. Na, dann bin ich gespannt. Ach so, ich habe übrigens, was ich jetzt nicht mit habe, ist was für Fingerabdrücke. Ja, schön für dich. Oder ich weiß auch nicht, IMF. Ah, schön für dich. Oder Oh, der hat möglicherweise. schon wieder was geschmissen, Buch. Ja, er mag vielleicht keine Bibeln. Kann man ihn ja nicht Nee. vorhalten, ne? Er ist nicht in den Himmel gekommen. Kann man ihn Ja, nicht vorhalten? dass er keine Bibeln mag. Er ist ja nicht im Himmel gekommen. Ich werde auch angepisst. Bin ich, da bin ich early jetzt, ne? Du weißt ja gar nicht, wo er hingekommen ist. Da sagst du nichts mehr, ne? Da ist er sprachlos. Wie, ich weiß nicht, wo er hingekommen ist. Er ist doch hier? Ja, also Jasmin. Stottern wird zusammengeschrieben. Na, hör mal. Na, hör Na, mal! hör mal. Also ich glaube nicht, dass das der Dutz ist, ey. Ich habe einen Fußabdruck. Ich habe provisorisch einfach mal die Tür fotografiert, habe aber keinen Türabdruck, wollte ich gerade sagen. Fingerabdruck. Oh, Türabdruck. Du hast deinen Türabdruck im Gesicht, Ich ey. habe keinen Türabdruck. Ich habe ein Foto von der Tür gemacht, aber ich habe keinen Der Türabdruck. Türabdruck. Ja, bei mir ist auch so krass, wenn ich eine Tür ins Gesicht kriege, ist nicht mein Gesichtsabdruck in der Tür, sondern der Türabdruck in meinem Gesicht. Ach Gott, ey. Na denn. Das würde bedeuten, die Tür ist härter als ich, ne? Ich nehme es zurück, ist doch umgekehrt. Nein, ist schon ganz gut in deiner Weichbirne. Ey, na hör mal. Jasmin, Ja, na hör mal. hör mal, Patrick, hör mal. Na Na, hör hör mal. mal. Na, hör mal. Das ist jetzt aber nicht so nett gewesen, ja? Das ist dir schon bewusst, oder? Nö. Dann ist ja gut, dass ich dir das gesagt habe. Das ist nämlich ein ernstes Thema, Jasmin. Also. Mache ich eigentlich hier alles alleine? Ich bin schon wieder alleine unten. Ja, ich musste gerade mal was gucken hier eben. Ich bin tot. Na. Und ich sehe nichts. Ja, toll, ich auch nicht. Ich stehe hier irgendwo im Flur. Er Ja, kommt, er ich bin kommt. tot. Danke dafür. Gott schütze Bitte. Amerika und mich. Und mich. Amen. Amen. Ja. Schön. Da wir uns die Arbeit so gut aufgeteilt haben und ich hier ständig alleine bei einem Geist, der auf Personen, die alleine sind, reagiert, und ich wurde ja alleine reingeschickt, bei dem Geist, der auf Einzelpersonen reagiert, also weniger wie zwei, dadurch bin ich jetzt schon das zweite Mal gestorben, weil meine professionelle Hilfskraft seit einer Stunde den Monitor anguckt, in der Hoffnung, es könnte sich irgendwas ändern. Ja. Wusstest du, dass Albert Einstein gesagt hat, verrückt ist, immer wieder das Gleiche zu tun und zu hoffen, dass sich was ändert? Ja, ist doch geil. Hat man was zu tun? Hoffnung stirbt zuletzt. Hm. So, was waren jetzt? Buch nicht. Ja, Buch doch. Gefriertemperatur, ne? Ah, ich nehme dann einfach Geisterbox. Du Oder redest jetzt? IMF? Hattest du IMF gerade? Ja, zwei.
kein EMF. Zwei, als ich herkam und hier die Kreuze schon lange verbrannt waren. Okay, ich nehme EMF und drücke Shade. Warte. Kannst du hier nicht reinkommen und ein bisschen Nein, ermitteln? Nein, ich will das nicht. Ich muss Geld sparen erstmal. Wären die Orbs nicht sinnvoll? Ist aber kein Orb da? Dann wär's nämlich der Revenant. Der ist auch sehr aktiv. Fingerabdrücke wäre Dämon. Aber Fingerabdrücke hatten wir jetzt an der Tür zweimal nicht. Er schmeißt schon wieder was. Dots ist sowieso raus. Also Box oder IMF. Und du nimmst IMF? Was ist raus? Die Geisterorbs waren sowieso raus. Ja, die sind raus. Dots ist auch raus. Ich weiß nicht, ob ich mich auf deine Intuition, ich rate, verlassen will oder ob ich das lieber hätte, dass du runterkommst und hier ermittelst. Du könntest noch mal eine Leiche fotografieren, das gibt Geld. Mal gucken. Wenn du meine Sanity hier verbrauchst, kann ich ja wohl schlecht reingehen, nicht? Da ist noch ein Paket. Ja, eins, genau. Und ich bin fast leer. Ja, du hast 42% Sanity, das ist doch... Hä, hey, du schluckst bei 77. Du schluckst bei 77 schon, weil du sagst, das ist wenig. Naja, aber du hast jetzt 76 und du sagst, das ist viel. Ich habe gar nicht gesagt, dass das viel ist. Das ist auch nicht viel. Du hast 77 Holz schon rum gehabt. Oh. Hä? Alles gut, ich gehe schon mal vor und ich sag dir, falls er kommt. Nee, ich muss erstmal eine Taschenlampe mitnehmen. Nimm doch die UV-Lampe. Ja. Ja, wenn er kommt, ja, der ist schon wieder voll aktiv, ey. Ah ja. Na, wir müssten zumindest einen Geist ermitteln, ja? Hab ich doch. Der Bau. Jo. Piss dich, Alter. Hast du dich erschrocken? Nein. Schon wieder so ein komisches Geräusch hier. An der Tür, kannst du da irgendwas sehen? Ich hatte dann jetzt... Ja, lauf! Ich halte ihn auf, ich stelle mich im ich Weg. Ich bin tot, ach. Lauf weg, ich stelle mich im Weg. Handabdruck! Es war der Dämon. Handabdruck? Ich gebe schnell ein. Puh, Glück gehabt. Ich habe ermittelt. Das sah aus wie der sterbende Schwan. Toll. Ich habe dich gerade gesehen. Ja, ich dich auch. Also dein Geist. Und deine Leiche. Ja, ich hab's richtig. Ich auch. Hast du auch schnell gewechselt? Nee, ich hab's schon eingegeben. Ich denk, du hast IMF und nimm Shade. Nee. Du hättest mich voll verarscht? Ja. Nett. Bitte. Danke. Nein, ich hab's eben eingetragen, also. Als ich das gesehen habe. An der Tür habe ich den Handabdruck, den ich eben schnell gesehen und dann hab ich's einmal eingetragen. Ich weiß, du hast es nicht gesehen, aber ich habe mich in den Weg gestellt. Bringt ja nichts. Er ist einfach durch mich durch. Ach, sag ich ja. Bringt ja nichts. Aber wir haben ihn ermittelt. Immerhin.
Wir haben den Geist, haben wir zumindest herausgefunden, zweimal gestorben. Okay, ich. Da muss man zugeben, ist ein bisschen kacke, aber wir haben den Geist herausgefunden ich. Und waren doch zwei sehr rundige Lusten. Rundige Lusten. Lustige Runden, weswegen ich doch beide auch hochladen wollen würde. Rundige Lusten. Wenn die Lusten euch gefallen haben, ne, dann lasst doch gerne ein Like da, schreibt gleich einen Kommentar oder sowas und schaltet das nächste Mal wieder ein. Da würde ich mich am meisten freuen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao, rundige Lusten.